Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler, Aufstieg eines Königreichs. Nach einer kleinen Pause geht's jetzt endlich weiter und ich muss zugeben, dass meine letzte Aufnahmesession schon ein bisschen zurückliegt. Das heißt, ich muss mich auch wieder ein bisschen in das Spiel reinfinden. Das werden wir aber sicherlich schon irgendwie schaffen. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass wir in den Kommentaren immer wieder gelesen haben, ja, wann gibt's denn mal wieder Die Siedler? Ja, heute geht's weiter, das ist schön. Also motiviert mich natürlich umso mehr, wenn es euch auch gefällt und ihr die Serie vermisst, wenn sie nicht gerade erscheint. Genau, wir gehen auf Einzelspieler, Kampagne und fangen heute mit der 12. Mission an. Zahir heißt die und starten wir doch mal und ja, schauen mal, was uns so erwarten wird. Ja, ich erinnere mich an die Ladezeiten, die, naja, geht ja doch ganz gut. Einmal die Missionsbeschreibung. Euer Majestät, ich danke euch für eure Hilfe in meiner Heimat Janub. Darf ich eure Aufmerksamkeit nun auf eine andere Sache lenken? Es geht um den Herrscher von Zahir Alawan. Legenden berichten von drei Insignien, die Weisheit und Macht repräsentieren. Sie sollen in der Wüste von Zahir begraben liegen. Wer alle drei Insignien besitzt, der wird als rechtmäßiger Anführer der Wüstenkrieger anerkannt. Die einheimischen Stämme kennen die ungefähren Fundorte der Insignien. Sie haben Grabungsstellen errichtet, um ihrer habhaft zu werden. Leider versuchen die Schergen des Roten Prinzen ebenfalls, die Insignien in ihre schmutzigen Hände zu bekommen. Sie halten sich zurzeit in einer Burg im Süden auf. Der Herrscher von Zahir bittet uns, die drei Insignien für seinen Prinzen zu sichern, der noch zu jung ist, um den Thron zu besteigen. Finden wir die Insignien, so gewinnen wir in ihm einen mächtigen Verbündeten. Weisheit ist der wahre König der Wüste. Mit diesen Insignien gewinnen wir einen strategischen Vorteil. Also, wir sollen sozusagen Ausgrabungen sichern und den jungen, was war es, König, eben auf unsere Seite zu bekommen und wir behalten hier Hakim oder wie auch immer hieß. Wir können die Nomaden als Verbündete gewinnen, wenn wir die drei Insignien finden, bevor sie dem Roten Prinzen in die Hände fallen. Wir sollten eine Siedlung hier errichten und die drei Ausgrabungsstätten untersuchen, um die Insignien zu finden. Wir brauchen alle drei Insignien, um die Wüstenstämme davon zu überzeugen, unserer Allianz gegen den Roten Prinzen beizutreten. Wir müssen alle drei Ausgrabungsstellen finden und mit den Aufsehern reden. Von ihnen werden wir die Insignien erhalten. Genau, also das müssen wir jedenfalls tun. Wir brauchen wie immer Holz. Holz ist natürlich hier in der Wüste wieder so ein bisschen Mangelware. Wir sehen fast gar nichts. Hier haben wir immerhin einen Jagdgrund, hier hinten. Deshalb möchte ich da direkt... Oh Gott, ich muss mich hier echt wieder zusammenfinden. Nee, keine Metzgerei. Wir brauchen erstmal hier die Jägerhütte. Die baue ich direkt hier hin. Und dann bauen wir da eine hübsche Straße hin. Ach ja, da ist ja schon unser Dorfzentrum. Gut. Das ist dann in Ordnung. Einmal hier. Dann, naja, nachdem hier so ein bisschen Wald ist, baue ich mal eine Holzfällerhütte hier unten hin. Dann ist der Weg zwar ein bisschen weiter, aber ich möchte nicht, dass der da oben die Jagdgründe irgendwie vertreibt. Dementsprechend baue ich es mal hier hin. Und binde das erstmal so an. Dann haben wir zumindest mal schon mal ein bisschen Holz und ein bisschen was zu futtern. Hier haben wir einen Steinbruch. Das ist gut. Dann können wir nämlich da gleich ein Steinmetz hinsetzen. Hier unten, hier oben. Unentschlossen. Bauen wir hier hin. Und bauen einen Weg mehr oder weniger, wenn das dann geht, hier hin. Genau. So, was haben wir noch? Na, da ist noch ein bisschen mehr Wald. Ja. Also viel Wald haben wir nicht. Hier unten ist noch... Oh, doch, hier ist recht viel Wald. Dann kommt auf alle Fälle hier noch
eine Holzfällerhütte hin. Mitten rein. Und ich hoffe wirklich, dass ich noch an... Also wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt eine gute Zeit lang nicht gespielt. Und ich hoffe sehr, dass ich mich noch an alles erinnere. Gut. So, was haben wir hier? Ein Lagerhaus. Ja, genau wie immer. Und ja, da sollen die erstmal hier fertig werden. In der Zwischenzeit nehmen wir mal Hakim. Und wir sind hier in so einer Schlucht hier oben, während Durchgang. Schauen wir uns mal die umliegenden Gebäude an. Nicht Gebäude, Gegenden an. Ah, irgendwie habe ich schon ein bisschen vermisst. So ein bisschen. Bisschen schon. Also, wie gesagt, ich habe früher sehr, sehr... Oder die Teile bisher habe ich immer so ein bisschen im Block aufgenommen. Und das liegt jetzt halt leider schon ein bisschen zurück. Ah, hier ist eine Eisenmine. Ja, dann bauen wir doch gleich da eine Eisenmine hin. Also, ich muss aufpassen, dass der da noch durchkommt. Achso, neutrales Gebiet, ja. Klar, richtig, da war ja was. Aber hier ist auch, hier sind auch Kräuter, das ist nicht schlecht. Hier ist relativ viel Wald. Ein interessanter Durchgang da oben. Also, das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann gehen wir mal da runter, gucken, was da so los ist. Was machen hier unsere Holzfäller? Sind da. Meine Kenntnisse der Architektur. Rüsten wir gleich auf. Jägerhütte ebenfalls. Steinmetz ebenfalls. Und hier unten ebenfalls die Holzfällerhütte. Weil Holz brauchen wir immer. Da ist noch ein Steinbruch. Sonst ist hier erstmal nichts. Schon unterwegs. Gucken wir hier unten rein. Genau, und wir brauchen dringend Nahrung. Beziehungsweise, hey, ja klar, richtig. Wir brauchen nicht nur Fleisch. Wir brauchen ja natürlich auch irgendwie eine Metzgerei. Das macht irgendwie Sinn. Und aus irgendeinem Grund möchte ich die Metzgerei gerne hier hinsetzen. Ich setze sie hier hin. Dann ist es auf dem Weg zur Jägerhütte. Das hätte ich jetzt irgendwie fast vergessen. Das wäre nicht so gut gewesen. Getreide wird hier schwierig. Wo war nochmal diese Anzeige mit... Was wir gerade für eine Jahreszeit und so weiter haben. War das nicht hier irgendwo? Da. Naja, Getreide würde theoretisch wachsen. Angeblich. Okay, hier sind wir jetzt. Da ist eigentlich nichts Spannendes. Hier unten ist ein bisschen wild. Und ein Löwe. Auch schön. Sehr, sehr schön. Gut, und dann gucken wir mal hier auf der Seite. Da kommen wir gar nicht runter. Seht ihr das? Da ist das Ende der Welt und hier geht's nirgends runter. Das ist ja interessant. Okay. Dann ist momentan wahrscheinlich fast wirklich dieses Gebiet am sinnvollsten. Was kostet das gerade? 300 Gold. Na, dauert noch ein bisschen. Aber ich wäre dann fast dafür, dieses Gebiet hier zu erobern, weil da haben wir Fleisch. Und Fleisch brauchen wir tendenziell immer sehr viel. So, Metzgerei können wir auch gleich aufwerten. Wir können eigentlich gleich alles nochmal aufwerten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich so viel Gold gerade verbrauchen will, aber gefühlt doch, ja. So, und sobald wir 300 Gold haben, können wir einen Außenposten bauen und dann sind wir doch halbwegs glücklich. So, so viel Geld haben wir nicht. Ja, gut, also... Langsam wieder ins Spiel finden. Metzgerei. Essen finden wir langsam. Und nachdem wir dann wahrscheinlich recht viel Tiere haben, können wir eigentlich mal langsam auch anfangen, gleich so einen... wie heißen sie? Ein Gerber zu bauen. Genau, ein Gerber, so heißt der. Die können wir eigentlich auch hier hinbauen. Da müssten zwei nebeneinander passen. So ganz theoretisch. Bauen wir gleich die Gerberei. Und beim nächsten Mal, wenn wir Geld kriegen. Oh Gott, das reicht noch lange nicht. Das reicht noch lange nicht. Aber ist okay. Ich meine, wir könnten... Nee, die Steuern erhöhen dürfen wir auch noch nicht. Das dürfen wir auch erst später... Macht nichts. So, was brauchst du denn nochmal, um aufgewertet zu werden? Kleidung und die Burg aufwerten. Okay, kriegen wir langsam hin.
Dann komm doch mal wieder zurück. Oder beziehungsweise wir können ja hier noch mal ein bisschen weiter gucken. Wenn wir schon dabei sind. Hier geht's in so das halbwegs benachbarte Gebiet. Wie viel Essen haben wir? 22. Ist okay. Gerberei gleich aufwerten. Metzgerei auch aufwerten. Steinmetz ebenfalls. Ja, so wie immer. Immer erstmal alles bauen und aufwerten. Genau. Aber hier passt es dann eigentlich, wenn hier die Tiere drin sind. Und da findet man sicherlich noch irgendwo, wo man auch Holz hinsetzen können. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Egal. Ist wie auch. Ist ja wurscht. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Zebras zum Jagen. Und hier im benachbarten Gebiet. Wie schaut es hier aus? Oh, ein schöner Felsklotz. Hier ist nichts, bis auf ein bisschen Stein. Und da sind schon... Da ist wahrscheinlich eine von diesen Ausgrabungsstätten. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es aufdecken will, aber warum nicht? Schon unterwegs. Wir wollen die Insignie für euch finden, Orita. Aber sie ist tief in der Erde verborgen. Wir müssen die Tunnel mit Holz verstärken, um dorthin zu gelangen. Hurra. Okay, die wollen Holz haben. Da haben wir ja echt viel mit momentan schon. Wie ihr wünscht. Großartig. Ja, sobald wir gescheit Gold haben. Ich möchte erst Nahrung sicherstellen, aber wir können natürlich jetzt mal rumgehen und die Ausgrabungsstätten suchen. Alles klar. Das sind andere, oder? Das ist dunkelrosa, violett und das ist so mattrosa. Seid willkommen, tapferer Ritter. Hallo. Seht, was wir euch anzubieten haben. Vielleicht weckt etwas davon euer Interesse. Nö, gerade nicht. Gerade eigentlich nicht. Sofort. Gut, dann suchen wir weiter. Wir haben ja gerade nichts zu tun. Sofort. Wir haben Geld bekommen. Ja, sehr gut, wir haben Geld bekommen. Halt! Du musst jetzt hier hochgehen. Und Verstanden. Wir wollen da oben jetzt so einen Wachturm hinbauen, nicht da unten. In der Zwischenzeit haben wir das hier noch aufgedeckt. Da ist... Ah, die Zebras sind hier. Okay. Aber ich möchte erst dieses große Stück, damit wir einfach kein Problem haben mit Fleisch. Oder mit Nahrung. Und dann ist auch alles halbwegs gut. So. Jetzt sind wir hier im richtigen Gebiet. Können das Ding hier hinbauen. Das setze ich einfach ganz nah hier hin. Und... Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Irgendwie mag meine Maus heute nicht so wirklich sich bewegen. Ich möchte... da gerne einen Weg hinbauen. Gibt es eigentlich einen Shortcut für Weg bauen? Wäre toll. So. Ist nicht der direkteste Weg, aber komme ich da durch? Ist gut. So. Das war mit Zacken. Aber dann haben wir eben immer noch hier Platz, um Gebäude hinzubauen. So, also die wollen ein bisschen Holz haben. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann suchen wir mal die nächsten. Waren wir hier schon drin? Nein, da. Hier waren wir noch nicht drin. Wie ihr wünscht. Gehen wir mal hier hin. Suchen weiter. So, wie sieht's hier aus? Die Gerberei. Wir machen immer, sind immer noch im Plus mit den Tieren, also können wir die Gerberei nochmal upgraden. Und gerade sieht's ganz gut aus. Essensmäßig haben wir genug. Kleidung haben wir eigentlich. Ja, eigentlich haben wir genug Kleidung, aber. Ist egal, wir haben ja gleich hier jede Menge noch mehr Tiere. Einmal hier. Und einmal hier. Und das ist doch super. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ach, wir haben Territorium eingenommen. Sehr schön. Ich wusste nicht, dass man den Außenposten upgraden kann. Haben wir das schon jemals gemacht? Wahrscheinlich haben wir das irgendwann mal gemacht. So, gut. Und dann will ich jetzt einmal eine Jagdhütte hier hinbauen. Ich finde die hier sehr, sehr optisch sehr schön. So, einmal hier. Wie, das Gelände ist blockiert. Das Gelände ist gar nicht blockiert. Verscheißer mich doch. So. Einmal hier runter. Hier drumherum. Nur nichts von den schönen Bäumen abreißen. So, so viel zum Thema, das Gelände ist blockiert. So Schwachsinn. So, hier und da noch eine Jägerhütte. Ups. Die bauen wir genau in die Richtung. Hierhin. Und die werden wir mehr oder weniger ja, direkt da anschließen.
Außer es ist blockiert aus irgendeinem Grund. Also dieser Wegbau hier, den finde ich eigenartig teilweise, aber okay. So, hier in dem Territorium haben wir gefunden ein bisschen Eisen. Ich fürchte, so viel Eisen, wie wir hier finden, dass wir da irgendwann mal kämpfen müssen. Wie kommen wir denn hier hoch? Also da sehen wir schon, da ist wieder irgendwas Gegnerisches. Ich vermute, da ist die nächste Ausgrabungsstätte. Vor allem, weil die so... Das ist hier so ein kleines Labyrinth, oder? So, dann gehen wir mal hier hin. Da ist auch bunt. Da ist auch irgendwas. Oh. Oh. Mit einem wie euch werde ich nicht verhandeln. Nur ein Baron wäre ein würdiger Gesprächspartner. Kehrt erst zurück, wenn ihr diesen Titel tragen dürft. Okay. Sieht toll aus hier, aber wir müssen erst aufsteigen. Ja, dann halt nicht. Dann gucken wir uns das benachbarte Gebiet an. Hey. Wie schon so oft. Wie sieht's hier aus? Die Jägerhütte wird gebaut. Das ist schön. Wir haben genügend. Das ist überhaupt kein Problem. Dann können wir die Jägerhütte gleich aufwerten. Und weil wir gerade schon dabei sind, können wir dann eigentlich auch gleich noch eine Metzgerei bauen. Das wird hier so die Metzgereistraße. So. Und immer schön aufwerten. Das läuft doch schon ganz gut. So, was haben wir hier? Nichts. Das ist wirklich Wüste. Gar nichts Spannendes. Und hier, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ist das... Nö, das ist dieselbe Farbe. Alles klar. Von den Grenzsteinen her. Wie ihr wünscht. Jawohl. Hauptsache, wir finden keine bösen Gegner. Aber das sieht schön aus. Irgendwie. Das hat was. So. Okay. Also hier gibt es auch Essen. Sonst erstmal nichts. Verstanden. Gucken wir uns die Ausgrabungsstätte mal von hinten an. Und in der Zwischenzeit rüsten wir diese Jägerhütte auf. Und die hier wird noch gebaut. Gut. Und hier haben wir ebenfalls nichts. Und in das Gebiet kommen wir nicht. Oder sehe ich das richtig? Wir sind hier. Also die Maus. Ah, doch, hier. Alles kommen klar. Wir rein. Und da ist wahrscheinlich das Letzte. Da sieht es aber schon ein bisschen gefährlicher aus. Da ist irgendwas abgebrannt. Kriege ich dich irgendwie weg? Danke. So, hallo. Surprise. Das ist ein Außenposten. Das Lagerhaus ist voll. Unser Lagerhaus ist voll. Sehr schön. So, dann gehen wir, reiten wir mal da durch. Noch sind sie uns ja sehr neutral gesinnt. Mal schauen, wie lange noch. Und dann dürften wir da hinten das komplette Gebiet auch noch aufgedeckt haben. Genau. Oh, lauft ihr zu mir? Verstanden. Oh. Ei, sofort. Ja, reitet doch mal zurück. Auf euren Befehl. Lustig! Ich hoffe, dass ihr mich in Ruhe lasst. Aber ihr wollt wohl hier... Naja, das ist das Schloss. Die mögen uns wahrscheinlich noch nicht, weil wir haben ihnen ja noch nicht geholfen. Verstanden. Aber gut. Schön zu wissen, dass sie uns verfolgen, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Hallo, Löwe. Jede Menge Löwen. Ja, ist halt so. Mein Gott. So. Löwen hin oder her, die Jägerhütten werden abgegradet. So, was haben wir hier? Wieder ein bisschen Erz. Ich fürchte wirklich, dass wir hier früher oder später irgendwann schon unterwegs kämpfen müssen. Und dann vermute ich mal, dass diese hellblauen Leute hier die letzte Ausgrabungsstätte ist. Das war meine große Vermutung. Ja, was holen wir denn als nächstes? Hier oben gibt es Stein. Was ist eigentlich voll? Ja, wir könnten das Lagerhaus eigentlich in aller Ruhe mal upgraden. Wir könnten theoretisch auch... Das ist die Burg, gell? Ja, dann sollten wir vielleicht die Burg upgraden erstmal, damit wir Hakim aufsteigen lassen können. Willkommen in unserem Dorf. Hallo. Kommt näher und schaut euch unsere Waren an. Das ist aber nett. Hier gibt's Fische. Aber ich glaube, essensmäßig haben wir genug. Wir könnten Fische kaufen. Oh, und wir können Kühe und Schafe kaufen. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Jawohl. Das heißt, wir können in die Kuh- und Schafzucht gehen. Das ist prima. Also Milch und Käse herstellen. Beziehungsweise bessere Wolle oder mehr Wolle. Hier ist auch nichts.
Also wieder ein bisschen Jagdzeug. Komm, jetzt decken wir noch die komplette Karte auf. Ich dachte hier irgendwo... Wo ist denn dann die dritte Ausgrabungsstätte? 1, 2... Okay, und hier gibt es immerhin Fische. Das heißt, wir könnten theoretisch... Oh, und da ist eine Ruine. Das Lagerhaus, da fahren wir doch mal hin. Das Lagerhaus ist voll. Immer noch. Wir können es aber gerade nicht upgraden, weil wir kein Geld haben. Aber egal, wir decken jetzt noch gleich auf. Da ist noch eins. Da wird dann wahrscheinlich die dritte Ruine drin sein müssen. Aber ich möchte erstmal diese Ruine haben. Da ist nämlich Geld drin. Yay! Gut, und dann nur noch hier rein. Dann haben wir alles aufgedeckt. Wir haben viel erreicht. Mit einem höheren Titel könnte ich noch mehr erreichen. Ja, ist ja gut. So, und hier ist die letzte Ausgrabungsstätte. Ich bin es eigentlich gewohnt, mit jemandem zu verhandeln, der mächtiger ist. Steigt auf in den Rang des Landvogts. Dann reden wir über die Insignien. Aber okay. Das ist alles in Ordnung. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück. Da sollen wir Landvogt werden, hier sollen wir Baron werden und hier können wir sofort, der will eigentlich nur Holz haben. Wir haben gerade halbwegs viel Holz. Ich gucke jetzt mal, können wir hier noch irgendwo einen Holzfäller hinbauen? Ja, wegen dem bisschen, da lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir sollten gucken, dass wir noch ein bisschen Holz bekommen. Mit dem nächsten Ausbau sozusagen. Hier hätten wir auch noch Steine. Da wäre so ein bisschen Holz. Aber es wäre wenigstens nah. Und dann hätten wir auch hier eine Anbindung. Ja, vielleicht holen wir uns erst das hier. Das ist vielleicht nicht ganz verkehrt. So, lieber Hakim, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Landvogt. Sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Yay. So, das heißt... Ihr seid also auch an der Insignie interessiert. Crimson Sabbat hat mir bereits ein ordentliches Angebot unterbreitet. Doch nur ein Narr nimmt das erste Angebot an. Ich bin bereit, euch meine Insignie zu überlassen, wenn ihr mir mehr Gold bringt, bevor Crimson Sabbat den Handel besiegelt. Auf euren Befehl. Gut. Also, wir brauchen jetzt Reinigungsmittel. Aus Holz oder Tieren. Tieren ist ja okay, das haben wir genug. Das heißt, dann bauen wir das doch gleich mal. Eine Seifenmacherei. Will ich die jetzt alle hier haben? Mal gucken, wenn ich jetzt hier mal so eine Querverbindung reinbaue, dann finde ich, passt der Seifenmacher sehr schön. Das Lagerhaus ist voll. Es regnet gerade, seht ihr das? Es regnet mitten in der Wüste. Wird das jetzt grün? What? Hatten wir das schon mal? Wird das jetzt wirklich grün hier? Das wäre ja awesome. Witzig. Okay. So, die Metzgerei, wie sieht's aus? Haben genug zu essen, ich werde sie nochmal auf. Hakim, ich hätte dich jetzt trotzdem gerne... Ja, wollen wir jetzt Steine oder wollen wir was anderes haben? Also, die wollen Gold haben. Komm, alles klar. Wir holen jetzt das, weil wir Holz brauchen. Hier gäbe es aber auch ein bisschen Holz. Na, viel ist das aber auch nicht. Nee, passt schon. Holen wir erstmal das da oben. Dann sollte jetzt der Seifenmacher fertig sein und nachdem Hakim hier nochmal ein paar Mal aufsteigen muss, Siedlerlimit und alles hier upgraden, heißt das Lagerhaus und die Kirche ausbauen. Das Lagerhaus könnten wir uns gerade leisten, machen wir auch direkt. Und die Kirche können wir auch. Dann machen wir das doch einfach direkt. Cool, läuft doch schon mal nicht so ganz verkehrt. Ja, Hakim, du möchtest hier was bauen. Ah, 300 Gold. Jetzt habe ich natürlich dämlicherweise Geld ausgegeben. Blühen? Komische Geräusche? Was ist das? Achso, das ist unser Zeitdruck. Ahaha, lustig. Oh, ich hasse Zeitdruck. Das habe ich jetzt komplett übersehen. Ja, dann kriegt ihr halt... Das jetzt. Gut. Also, Karawane zieht aus, dann sollte das Geld bald da sein. Ich kann mir aber eigentlich Zeit lassen, bis es abläuft. Weil das ist, ich muss es, glaube ich, erst senden ab dem. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir genügend Geld haben.
Das ist ja blöd. Was ist dein nächster Titel? Baron. Und dann will der andere natürlich auch was. Dementsprechend sollten wir vielleicht nicht so schnell aufsteigen. Das ist ja bescheuert. Ja, jetzt muss ich Geld sammeln. Blöd. Bisschen blöd. Gut, kann ich hier nochmal upgraden? Da nicht. Da schon. Sehr gut. Die Besenmacherei, Seifenmacherei können wir auch nochmal upgraden. Kostet jetzt alles Holz, aber brauchen wir ja. Steinmetzhütte hat noch Stein. Ja, und ihr wollt Gold. Super. Ganz tolle Idee. Ja, dann können wir uns gerade nicht ausweiten. Das können wir uns gerade nicht leisten. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht zu dritt auf die tolle Idee kommen, ständig von uns irgendwelche... Ich finde, die kommen auf so eine lustige Idee. Oh, da ist jemand Neues. Wir wollen Geld. Wie blöde. So eine ganz großartige Idee. Aber okay, was wir mal machen könnten, wir können ja da hinten Schafe und was weiß ich Dinge kaufen. Dementsprechend hätte ich gerne... wo ging das? Eine Kuhfarm? Das ist mir wurscht. Eine Kuhfarm und eine Schaffarm. Dann haben wir nämlich Wolle und eine Kühe. Die möchte ich fast hier hinbauen, weil da ist so herzlich viel Platz. Dann hier hin. Und da kommen jetzt drei Felder hin. Ah, benötigt fruchtbaren Boden. ja, dann halt nicht. Dann reißen wir das wieder ab. Gut, dann war es das schon wieder mit der Idee. Warum habt ihr denn, wo habt ihr den fruchtbaren Boden? Gar nicht. Ihr verkauft die Dinger nur, aber nutzt sie selber nicht. Das ist natürlich witzig. Ist das fruchtbarer Boden? Die Stützbalken wurden verstärkt. Es wurde auch höchste Zeit. Bitteschön. Die alten waren fast gebrochen. Wahrscheinlich gilt das als fruchtbarer Boden, aber... Unsere Arbeiter sind hungrig. Um Fehler zu vermeiden und die Arbeit zu beschleunigen, würden wir es begrüßen, wenn ihr uns schmackhafte Wurst besorgt. Wurst? Ihr habt ja lustige Ideen. Ja, aber Wurst haben wir ja immerhin. Das ist ja ganz gut. Können wir gleich die Metzgerei nochmal upgraden. Brauchen wir eh wahrscheinlich. Und dann... Ich will es jetzt irgendwie nicht sofort liefern. Auf der anderen Seite, wir haben sie ja eh. Aber bevor die jetzt irgendwann auf die Idee kommen, irgendwas total Hohes zu wollen, gehe ich es lieber langsam an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke, dass wir hier zwar theoretisch schon die Kühe züchten könnten... Probieren wir jetzt mal aus. Also ich möchte eine Kuh farmen und zwar ja meinetwegen hier. Hierhin haben und ich brauche jetzt, hier ging es. Dann würde ich dem aber Holz klauen. Und ob ich das will, weiß ich nicht. Aber da würde ich ihm verdammt viel Holz nehmen. Und er hat sowieso fast nichts mehr. Also da bin ich jetzt fast nicht dafür, dass wir das machen. Dann eher ja, hier auch nicht. Hier ist hier irgendwas Fruchtbares. Das hier, aber ich glaube, das ist zu wenig. Wisst ihr was, wir holen uns trotzdem erst dieses Ding. Aber wir brauchen ja das Gold. Ah, das ist alles bescheuert. So. Das war der Auftrag mit Wurst und das. Wir haben noch 13 Minuten, um das Gold zu liefern. Das ist okay, das kriegen wir hin. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das wäre echt cool, wenn es regnet, fruchtbar wird. Aber das werden sie uns den Gefallen wahrscheinlich nicht tun. Na gut, ja, wir könnten aufwerten. Wir könnten, haben auch die Reinigungsgüter. Das ist alles okay, aber wir müssen Geld sparen. Das ist natürlich jetzt weniger lustig. Aber das werden wir dann einfach beim nächsten Mal fortsetzen. Und dementsprechend lassen wir Hakim mal zurück zum Rathausplatz gehen. Und ich verabschiede mich für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann. Oh, da kommen die Steuereintreiber. Juhu. Ja, komm, gib Geld ab. Alle Geld. Genau, wir spielen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.